guckt uns jetzt die ganze Zeit zu, was wir machen. Die Kugel. Ach so, nee, da klar kriegen wir die Kugel noch mal rüber, ich Idiot. Aber an den anderen Ort kriegen wir sie auch. Oh, dann sollte ich das jetzt schnell machen. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Also diese komplette Horterei verstehe ich auch nicht. Bei uns ist es eine Seite im Hauswirtschaftsraum, wo wir eben halt unterschiedlichste Dosen eben halt haben und eben halt die Nudeln bunkern und der Rest ist normales Küchenutensil, was da oben liegt. Aber eben halt, das will ich nicht verhehlen, eben halt für 2 Wochen im Schnitt haben wir jetzt geguckt, könnte das theoretisch reichen. Und damit ist die Sache erledigt, weil mehr, man kommt ja raus. Es ist ja nicht so, dass man nicht rauskommt. Man kommt ja raus. Selbst bei einem harten Lockdown kommst du raus. Es geht ja nicht anders. Oder es kommt irgendjemand raus, um für dich die Sachen holen zu lassen. Oder wie auch immer, ne? Nee, mit dem komme ich hier nicht mehr zurück. Da habe ich mich geirrt. Mit dem komme ich gar nicht zurück. Schade. Also mehr möchte ich auch gar nicht. Mehr ist auch gar nicht an Platz. Und das bringt es ja auch nicht, wenn es dann nachher schlecht wird. Also wenn man dann die ein oder andere Konserve setzt, okay. Aber also wir haben auch jetzt dieses typische Thema Toilettenpapier, ne? Wir haben das Thema Toilettenpapier ist so, dass wir, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube wir haben, wir sind ja eine 4-köpfige Familie, wir haben glaube ich 1,5 Packungen, also glaube ich 12, 13 Rollen oder irgendwie so die Dreh. Weil wir einfach mal auch, als dieses Thema hochschwappte und wir selber für uns gar nicht geguckt haben, was wir wirklich eigentlich verbrauchen und das Thema hochschwappte, dass das Klopapier alle ist, mal geguckt haben, was wir eigentlich verbrauchen. Und wenn wir 2 Wochen auskommen sollen, da reicht in der Theorie, wenn du dann wirklich die 2 Wochen komplett auch zu Hause bist, reichen bei einer 4-köpfigen Familie, ich sag mal, 1/8, lass es 1,5/8 packen sein. Wenn man natürlich denn die ganze Zeit Ravioli und Dosenfraß hat, ne, dann braucht man natürlich Klopapier. Geht ja nicht anders. Weil man muss ja irgendwie öfter aufs Klo, ne? Um das zu verwerten. Genau, so ein paar Suppen haben wir auch noch, Tütensuppen. Ansonsten haufenweise Tee für Getränke. Man muss ja nicht immer gleich die volle Packung dann immer aus dem Laden holen. Also warum nehme ich die Muschel nicht mit? Also man hat wirklich alle Möglichkeiten der Welt und das mit relativ einfachen Mitteln. Und so schlecht in vielen Regionen ist das Trinkwasser aus der Leitung auch nicht, finde ich jedenfalls. Wir haben relativ hartes Wasser, muss man dazu sagen, aber selbst das ist problemlos mit Abkochen und Co. alles machbar. Und ja. Mir fehlen da manchmal die Worte, sagen wir es mal so. Manchmal ist es doch echt einfacher und kostengünstiger, das Wasser aus der Leitung zu nehmen und irgendwie aufzupeppen, ne? Eben halt durch Tee oder durch irgendwelche anderen Sachen, statt dann halt kistenweise Wasser zu schleppen. Oder es gibt halt die, wer es unbedingt möchte, diese CO2-Spender, ne? Die dann CO2 reinpumpen. Genau, das mit dem Kalorienmangel, nicht Mangel, Armut, ärmer essen ist auch super. Vor allem, weil man sich ja noch weniger bewegt durch die Geschichte. Ja, wir haben leider hier nicht alles gefunden. Ne?
Ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte die Kugel vorher schon wegnehmen sollen und in dem einen Ort gehen sollen. Deswegen fehlt uns das Buch. Naja, hat nicht sollen sein. Hat nicht sollen sein. Und da kommen wir wieder zurück. Und ich glaube, der Bruder distanziert sich immer mehr. Dorf wurden sie verfolgt und ausgestoßen und schließlich wurde der Bruder bei einem verzweifelten Erklärungsversuch verwundet. Das ist das, was dann passiert ist. Deswegen die Narbe auf dem Bauch, ne? Wie gesagt, ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass im ersten Teil das irgendwie hochgradig erklärt wurde, was da eigentlich vorgefallen ist. Miku no Monster. Miku Walfax all. Ich bin kein Monster. Ich muss weitermachen, um alles in Ordnung zu bringen. Ja, die sind doch mitunter auch besorgt, weil man ja auch die ein oder andere Nahrungs- oder Energiezufuhr ja benötigt. Aber ist schon richtig. Ich meine, ich habe auch noch 2 Gramm mehr, ne? Und jetzt ist natürlich durch die Homeoffice-Zeit sind da so ein paar Sachen, die man angestrengt hat und die auch wirklich gut funktioniert haben, muss man dazu sagen. Also ich habe ja seit der OP letztes Jahr über 15 Kilo abgenommen und das war auch gut. Jetzt sind halt wieder 4 drauf. Die müssen natürlich irgendwann wieder runter, aber ich weiß, dass es nicht realistisch ist, zumindest jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Wochen wirklich intensivst damit wieder zu beginnen. A, weil es doch recht frisch draußen ist und man doch nicht ganz so viele lange Fußmärsche eben halt mit dem Hund machen kann und will. Zweitens, weil es eben halt so frisch ist und Homeoffice und Co. man doch weniger sich bewegt als normal oder als man möchte. Und dementsprechend noch weniger Kalorien eigentlich benötigt, damit man mehr Kalorien, die schon da sind und die sich dann irgendwie in enger genähten Klamotten offenbart haben, dass man da, der läuft jetzt hier immer rum. Das haben wir schon. Kann es sein, dass das Ding auch immer größer wird? So, wo muss ich jetzt hin? Wo könnte noch was sein? Also wenn das hier die Karte ist, denke ich mal, wird hier irgendwas sein in dem Areal, ne? Achso, warte mal, ist da so mal kreisförmig? Es muss da sein. Okay, dann gehen wir hier hin. Und gucken Richtung Nordosten. Ja, allgemein ist das Essen im Krankenhaus ein ganz anderes Thema. Also ich erwarte ja wirklich kein Schlemmerfilet, schon gar nicht für hunderte von Menschen, die da jeden Tag zubereitet werden wollen. Aber manchmal... vielleicht ist es auch Absicht, dass die Leute dann eher daran an sich arbeiten, um nach Hause zu kommen. Was haben wir denn da? Nichts. Da ist was. Das können wir theoretisch mitnehmen. Bist du ein normaler Turm oder bist du kein normaler? Du bist ein normaler Turm. Sehr schön. Den können wir gleich mal besteigen. Aber erstmal holen wir uns noch das Teil hier.
Ja, mit super ist relativ. Ach so, meinst du das? So, was haben wir hier? Was ist das hier? Der Ozeankäfig. Ich glaube, das ist eher so ein großer Erdball gewesen, ne? Als Kunstform oder so. Ja, aber wenn du es nicht essen darfst, ist immer die Frage, wie gut hat es dann mit der Kommunikation funktioniert. Da ist der nächste Ort. Da ist noch ein Zahnrad. Was haben wir da? Und da ist der Turm, wo wir hin wollten. Ja, wenn der Körper, glaube ich, seine Energie nutzt, statt von außen, fährt er ja sowieso allgemein runter, ne? Das ist ja, glaube ich, nicht der erwünschte Punkt. Bei einem Entzündungsfeier sowieso, glaube ich, der Kalorienbedarf höher ist. Wegen der erhöhten Wärme des Körpers. War das nicht so? Mit den später, das waren bei mir die Reha-Leute. Ich sage ja, das ist dann mitunter, je nach Einrichtung, dann eigentlich eher eine Sache der Kommunikation. Das ist ein großer Sendeturm, Funk-Sendemastturm hier, ne? Vodafone, Telekom und Co. Diese komischen Parabolantennen da an der Seite. Von 10 Aussichtspunkten. Na, alle werden wir nicht schaffen. Aber manchmal bezweifle ich, dass das Essen wirklich dazu geeignet ist, dass man mehr Kalorien zuführen kann. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, man isst immer das Diabetiker-Essen und das Diabetiker-Essen ist dann nochmal das Essen, was noch Diabetiker-freundlicher ist als das Diabetiker-freundliche Essen. Alles halt, wie gesagt, ein Gefühl. Das ist, denke ich mal, auch geschuldet darin gehend, dass man ja aus seiner Umgebung rausgerissen wird, ne? Notgedrungenerweise. Ich bin mal gespannt, wie es im neuen Jahr dann losgeht. Ich hatte jetzt extra schon verschobene Termine. Ich muss ja nochmal, ist ja nur ambulant, zu einer Koloskopie. Und da habe ich erstmal noch ein Vorgespräch und ob das stattfindet und ob die Koloskopie stattfindet. Das hatte ich ja extra schon verschoben, weil ich in Quarantäne war, sonst hätte ich die da schon gehabt. Und ja, Diabetiker essen gibt es nicht mehr. Zis, 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 zis. Was ihr hier alles findet im Wasser, ist ja Wahnsinn. 4 von 20 Relikten. So, ich möchte aber jetzt dahin. Oh, das sieht groß aus hier, warte mal. Aber Marmelade ist doch auch nicht das Wahre, oder? Oder ist das mit Zykli statt mit Zucker? Oh, hier ist viel mit Laufen. Viel mit Laufen. Du, 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 du. Obwohl ich die Melodie gerade summe, Danger Mouse, müsste ich mal wieder gucken. Was haben wir hier? Oh, ach, die hatten wir noch nicht.
So, wo ist Andocken angesagt? Hier müssen wir wieder eine Brücke bauen, das mache ich mal gleich. Schon, glaube ich, das gelöst, was wir machen müssen. Ich guck mal hier hinten noch nach. Da ist noch ein Tor. Aber ich glaube, wir brauchen nichts weiter mit dem Boot zu machen. Wir müssen jetzt hier nur viel laufen. Sehr viel laufen, wie es scheint. E-Werk Lilliput. So, hier ist also der Startort. Was haben wir hier? Hier kommen wir runtergerutscht. Hier kommt die Kugel runter. Es gibt mehrere Wege hier. Wie die immer so wegfliegen und dann ihre Federn verlieren. Muschel. Hammer. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm, verdammt. Es war doch noch durch. Ich glaube, wir müssen doch noch durch. Ah, Linsen ist eine Sache für sich. Warum ist da ein Weg rüber? Ah, wir kommen von der anderen Ecke, wie es scheint. Oder? Mal gucken. Zip. Können wir da hochklettern? Wir können es aber auch lassen. Warte mal, ich kletter mal hoch. So, ein Buch. Bang. Nummer 1. Was? Nummer 4. Wir haben Nummer 4 gelöst. Ja, die Lytanne ist im Dienst. Meldet sich immer vorschriftsmäßig ab, wenn sie nicht hier sein kann. Finde ich jedenfalls putzig. Wenn die Schichten das nicht erlauben. So, hier drüben gibt es hier eine Blume. Haben wir auch. 7 von 9 Blumen. Haben wir einen übersehen? Scheint so. Auf jeden Fall können wir keine 100% mehr spielen. Leider. Ich komme hier nicht mehr hoch.
So. Dann nutzen wir den Weg hier. Ich denke mir mal, wir müssen jetzt mit dem Boot wieder durch das Tor fahren. Und dann kommen wir hier auf der anderen Seite dann nachher raus. Da runter. Aki, go. Das war das erste Mal Englisch, das sie gesprochen haben. Hier hinten war ich ja. Okay. Ein bisschen verworren gerade. Oh, das ist sehr groß. Hier gibt es nochmal eine Tür. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas bewegen müssen oder so. Sieht aber nicht so aus. Und da ist er wieder. Zwei von neun. Was? Ah, nee, hier gibt. Nee. Hä? Warte mal. Ach, da. Okay. Es wird immer komplizierter hier. Die rote Latte ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Dass wir hier rüberklettern können. Wir hier springen? Nein. Oh, guten Tag. Ich dachte, hier geht's weiter. Da oben kommen wir nicht hin. Oder doch? Nee, kommen wir nicht. Nee. Na toll. Dann kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir nicht weiter? Da hinten kommen wir nicht. Doch, na klar kommen wir hier hinten weiter. Ich vergesse immer die Ranken. Ist er noch da? Nee, ist weg. So, hier können wir wieder zurückrutschen. Also kommen wir hier auf dem Weg wieder zurück. Achso, wir müssen sogar zurück, weil wir jetzt erstmal wieder alles aufgemacht haben. Oh, hier sind Krabben diesmal. Ah. So, und hier durch. In den nächsten Bereich rein.
Da hinten können wir anlegen. Ich glaube, das ist dann der letzte Bereich hier, ne? Miku war weg. Jo. So. Muschel. Und das ist das, was wir oben gesehen haben, glaube ich. Nee, ist das nicht. Ist was anderes. Da ist er wieder. Muschel. Noch eine Muschel, bevor wir runterrutschen. Sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ah, okay, wir hätten auch hochlaufen können. Zehn von 20 Kreaturen. Sehr schön. Hier kommen wir nicht durch. So, noch drei Stück, dann haben wir auch das. Wo geht's jetzt hin? So, da oben ist die Kugel. Ich gucke erstmal vorher. Hier geht es nämlich noch ein Stück nach oben. Wir müssen ja mit der Kugel nach unten. Und hier kommen wir mit der Kugel gar nicht hin. Hier ist zumindest ein Buch. Und das ist die Nummer 2. Durchlaufen. Was ist diesmal? Neon-Reklame oder Reklame allgemein, ne? Ich werde aus diesen einzelnen Dingen hier nicht schlau. Kann ich Taku vor dem Schicksal dieser Menschen bewahren? Kann ich mich selbst retten? Nee, hier ist nichts. Da können wir nach oben. Warte mal. Tschüss.
Das ist auch ein Buch, das letzte. Wir folgten ihm wie die Narren, verhext von seinem Zauber. Was bedeuten schon ein paar Samen der Masse, wenn wir doch so dringend normal sein wollten? Ich werde aus der Geschichte nicht schlau, wofür sie steht. Uns fehlt aber noch eine Muschel hier. Stange habe ich vorher nicht gesehen, ha? Hier oben waren wir ja. Ne, hier oben waren wir nicht. Haben wir nur von oben gesehen. Und noch eine Muschel. Leider nicht die letzte. Um eine übersehen. Oh. Moment. Damit haben wir die Zöpfe. Ach ja, die lassen wir. Jetzt ab runter hier und dann können wir die Kugel verstauen. Und rein da. Das waren die Türme. Ich verstehe. Dann bleibt nur noch das Letzte vor uns, ne? Sie wird zu dem Monster. Und sie hat ihn zurückgewiesen. Und sie war sauer auf ihn, hat ihn zurückgestoßen.
Die Kinder wurden in die Einsamkeit der Wellen zurückgestoßen. Die Schwester weinte über Versagen und die Unbeständigkeit der Menschen. Vielleicht habe ich dafür gesorgt, dass wir ausgestoßen wurden, aber jetzt mache ich zu schnell den Text weg. So. Die Frage ist, wo wäre jetzt das letzte... Das letzte Ding. 1, 2, 3. Hier oder hier, ne? Ich fahr mal hier hin. Und dann nach Nordosten. So, dazu müssen wir... Irgendwo hier raus. Da nicht. Da auch nicht. Aua. Da kommen wir auch nicht durch. Da auch nicht. Aber hier nicht. Ist aber auch verwinkelt hier. Aber jetzt sind wir draußen. So, lass uns mal gucken. Da hinten. Das da. Das ist doch noch schwarz, ne? Ich glaube, das ist das letzte. Ja, das muss das letzte sein. Oh, ouch. Ja. So eine Art riesiger Fernsehturm, wie es scheint. Oder der Freefall Tower, über den wir gesprochen haben vorhin. Wow, wow. Das sollte eigentlich runterfallen, ne? Was ist das? Ah, auch ein Wal. Halt, da lang, da lang, da lang, da lang. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ne?
Ja. Können wir hier ran? Wir ziehen das wieder auf, ne? Los! Los! Jawohl! So, wir können wieder eine Plattform bewegen. Das müssen wir hier vorne machen. Also ziehen wir sonst gleich viel ran. Sehr schön. Da kann man nicht andocken, aber hier hinten, glaube ich. Abgestürzt? Abgestürzt. Was für ein Glück. Was für ein Glück.